gruselige Frömmigkeit. Wo findet sich das vielleicht seltsamste Grabmal von Tirol? Hallo allerseits. Ich bin Heinrich. Und ich bin Pater Johannes. Willkommen bei Hermann & Hawk Via Alpina Sacra Edition. Jahre nach dem Oscar-prämierten Drama Gorillas im Nebel kommt jetzt zu Ihnen Kühe im Nebel. In den Hauptrollen kein patriarchaler Silberrücken, sondern in einem All-Female-Cast Bella, Milka und Gugu. Gugu ist wahrscheinlich kein Kuhname, aber... Wer hat ihn nicht gern, den Feierabend? Und wenn er kommt, sollte man anstoßen auf jene Volksheilige, welche die Patronin nicht nur der Dienstmägde, sondern auch der Arbeitsruhe ist. Die heilige... Notburger? Absolut richtig. Geboren um 1265 in Rattenberg am Inn, war sie eine Dienstmagd bei den Herren von Rottenburg. Schon unter Heinrich dem I. war ihre Fürsorge für die Armen und Kranken weithin bekannt. Unter dessen Sohn Heinrich II. Wurde ihr jedoch verboten, Speisereste an das Volk zu verteilen. Notburger gehorchte und begann, nun durch Fasten sich das Essen für die Bedürftigen vom eigenen Mund abzusparen. Auch das zog den Zorn der Herrschaft, vor allem von Heinrichs Frau Ottilia, auf sich. Von so manchem Wunder wird berichtet, dass ihre Wohltätigkeit vor der Hartherzigkeit der Obrigkeit schützte. Und doch wurde sie einige Zeit später entlassen und verdingte sich dann bei einem Bauern, unter der Auflage, nach dem Feierabend läuten, sich dem Gebet widmen zu dürfen. Nach dem Tod von Ottilia wurde Notburger zurück in den Dienst auf der Burg gerufen. Da hatte Heinrich II. Wohl ein schlechtes Gewissen. Nicht nur das. Ihn plagte die Sorge um das Heil der Seele seiner Frau und so stiftete er eine jährliche Armenspeisung von 500 Personen. Nach ihrem Tod wurde Notburger in Eben am Aachensee beigesetzt. Zweimal musste die Kirche vergrößert werden, um die Zahl der Pilger aufnehmen zu können. Ein drittes Mal wurde sie schließlich im Barock erweitert und umgestaltet. Aus dieser Zeit stammt der Glasschrein im Hochaltar, in dem ihr stehendes Skelett als Ganzkörperreliquie vor die Augen des Betrachters tritt. Ungewöhnlich, sogar für damalige Zeiten. Und die aufrechte Haltung bedurfte einer besonderen Genehmigung. Mit der Sichel?
Die soll an ein Wunder der Dienstmagd erinnern. Also ein bisschen makaber ist das schon, findest du nicht? Naja, die Sensibilitäten haben sich verändert. Grund für ein gewisses Unbehagen wird wohl sein, dass unsere Gesellschaft den Tod weitgehend aus dem Leben gebannt hat. Der gehört nicht mehr dazu, höchstens als Statistik zum Wellness-Trend, mit dem man ihm möglichst lange ein Schnippchen schlagen will. Schrieb man früher Bücher über die Ars Moriendi, die Kunst, gut zu sterben, füllen heute Bücher über Glutendiäten das Regal. Und während manche Zeitgenossen wegen der Vorstellung vom Sarg in eine Urne wollen, ließen Leute früher, so etwa in der Kapuzinerkrypta in Rom, aber auch anderswo in Tschechien gibt es eine Kirche, ganz bewusst ihre Gebeine zur Wanddekoration und zu Kerzenleuchtern machen. Ich will nicht beurteilen, welche Haltung in dieser Welt gesünder ist, aber wenn es, wie Christen glauben, eine künftige Welt gibt, dann verdient die Betrachtung des Todes und der Sterblichkeit wohl mehr Raum, als wir ihr gegenwärtig zugestehen. Wie dein Sonntag, so dein Sterbtag, sagt ein altes, mahnendes Sprichwort. Will heißen, wir werden sterben, wie wir leben. Und wir werden so leben, wie es unserer Vorstellung vom Tod und dem, was danach kommt, entspricht. Vielleicht ist die heilige Notburger in ihrem Kleid über dem Altar mit der Sichel für manche eine Schocktherapie. Aber wenn sie uns erinnert, dass dieses Leben durch den Tod hindurch eine Vollendung finden kann, dann mag uns die fromme Dienstmagd auch in der barocken Ausstellung ihrer sterblichen Überreste einen letzten Dienst erwiesen haben. Universum.